Dann können wir jetzt hier ja rausgehen. Der Polizist ist nicht. Die Polizei sucht uns. Das wär's erstmal. Die können gehen. Unsere Officer befragen die Leute in der Nachbarschaft, falls jemand was gesehen hat. Okay, sag mir Bescheid, wenn sie irgendwas finden. Was willst du mit dem machen? Ich habe keine Ahnung. Schon 2:30 Uhr. Sie nahm den ersten Bus, der vorbeikam, und fuhr bis zur Endstation. Die Aktion war nicht geplant. Sie handelte aus Angst. Androiden fühlen keine Angst. Abweichler schon. Sie werden von Emotionen überwältigt und handeln dann irrational. Aber das sagt uns nicht, wo sie hin ist. Sie hatte keinen Plan und kein klares Ziel. Und kein Geld. Vielleicht ist sie nicht weit. Vielleicht. Lange zum Bahnhof. Er muss wohl, ne? Gefahrenstufe 32%. Oh Gott, okay. Schleiche dich an den Polizisten vorbei. Ja, gute Idee. Der R2, um deine Gefahren und dein Ziel zu sehen. Versteck dich. Keiner sieht mich, keiner sieht mich, keiner sieht mich, keiner sieht mich. Okay. Soweit, so gut. Dahin muss ich. Okay, das kann ich. Und verstecken. Okay. Da bin ich doch jetzt so gut getarnt. Die können mich doch niemals erkennen. Ich geh einfach rüber. Auch wenn es rot leuchtet, ist mir doch Wumpe. Fährt kein Auto. Alles okay. So, ich hab einen Regenschirm zumindest. Einfach mal so geklaut. Na gut, ausgeliehen, okay. Ausgeliehen ist fast geklaut. So, und du? Einfach mal zum Bankautomat und so tun, als wäre man hier. Irgendwie am Tun und Machen tut und tun. Okay. Wir müssen weiter. Nicht weiß, wohin genau. Sie kommt nicht weit. Wir finden sie früher oder später. Fahren wir. Das lief doch gut. Ohne Probleme. Bist du okay? Echt mal trockene Klamotten. Wenn ein Zug sicher erreicht, ist schon viel wert. Frage ist nur, wie lange werden wir noch in Sicherheit verweilen? Mehreren Quellen zufolge hat
hat CyberKnife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren... Symbol ansehen. Okay. Dann suchen wir mal unsere Freiheit und das Graffiti. Ja, ja. Hey, Mister. Alles klar. Und bei dir? Was Kleingeld? Ich hab leider kein Kleingeld. Es tut mir leid. Da ist es. Das ist es doch. Ja. Ja. Finde Symbole. Da ist es. Hinweis aktualisiert. Schön. Finde dieses Graffiti. Okay. Es kann ja was werden. Da kriegen wir vielleicht hin. Hoffe ich. Glaube ich. Wenn ich wüsste, wo ich suchen soll. Ich habe gehört, dass diese Androiden. Misch dich unter die Menschen. Also es gibt einen Androidenabstieg und es gibt einen für Menschen. Muss das sein? Muss da wirklich immer alles abgetrennt sein, weißt du? Ist ja schon so ein bisschen rassistisch auch, ne? Oder sehe nur ich das so? Mein... Oh, tut mir leid. Verzeihung. Gut, man kann jetzt wahrscheinlich halt die... Androiden nicht als Lebewesen zählen, aber trotzdem. Wer ist diese Person? Ich würde ihr jetzt gerne folgen, um zu sehen, was er halt so plötzlich vorhat. Aber nö. Ne, mit dem Androiden spreche ich jetzt nicht. Der wird hier sowieso nicht mehr mit mir reden. So. Hier ein Symbol. So, was haben wir noch? Ich habe keine Ahnung. Da. Nee, doch. Jetzt muss ich echt eine bunte Wand suchen. Okay. So, kann ich jetzt vielleicht nochmal mit dir reden? Ja. Wissen Sie, wo Jericho ist? Nicht sehr nett. Und nicht besonders hilfsbereit, besser gesagt. Aber ne, auch er fängt jetzt an zu joggen, statt einfach nur zu gehen. Very interessant. So. Aber wo ist jetzt das nächste Graffiti? Ich habe keine Ahnung. Ah, davon verdammt viel. Ich finde, das Graffiti ist nicht in der Richtung. Alles klar. Dann suchen wir halt in einer anderen Richtung. Ich bin da ja nicht so. Nur weiß ich halt auch noch nicht, wo. Nö, sehe ich noch nicht. Das ist die Pozilei.
Polizei. Polizei. Findest Graffiti nicht in dieser Richtung. Gehen wir mal rüber. Ist zwar rot, aber ist mir doch egal. Fährt ja eh niemand. Hm. Das ist vielleicht hier? Nee, hier kann ich ja nicht rein, okay. Hm. Ist es auch nicht hier? Bin ich also schon dran vorbeigelaufen. Ist es da? Nee. Hm. Wo könnte das sein? Ich meine, es ist ja ein relativ rotes Gebäude, ne? Hm. Nein, ich habe kein Kleingeld. Ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Da! Ich habe es gefunden. Ganz allein und so. So, wo ist das andere? Da. Okay. Oh Gott. Irgendwo hinter Gittern. Oder hinter Drahtzaun. Das hier? Ja. Das ging schnell, das zu finden. Einmal hier. Einmal da. Einmal ein Stückchen weiter hier. Nee, ist es nicht. Wo denn dann? Ich hätte es gedacht, dass es hier auf seinem Bauch da ist, aber ist es nicht. Hm. Gehen wir mal durch da. In der Hoffnung, dass wir dann eine bessere Sicht auf das Ganze bekommen. Was ist da? Ich muss die Palette tatsächlich wegschieben, ja? So. Jetzt können wir das doch jetzt nochmal. Wo soll denn das jetzt sein? Könnte da sein, ja. Jetzt können wir mal da. Nummer 1. Jetzt sehe ich jetzt hier gerade nicht. Ich finde einen Weg auf das Dach zu kommen. Gibt es irgendwo eine Leiter? Oh, ein Stapel Paletten oder sowas? Hm. Kann was verschieben. Gute Idee. Dann gehen wir hoch. Sportlich, dieser Android. Sportlich, sportlich. So, da ist noch so ein Zeichen. Aber da fehlt hier immer noch ein drittes. Woanders. Ist so gegenüber oder so. Ne, muss ja in dem Bild sein, weil sonst habe ich halt diese Scan-Dingens halt nicht, ne? Aber ich kann auch nicht mehr runter. Aber sonst an dem Gesicht da ist da nichts weiter. Wo soll denn das sein?
Ach, da. Oh, das ist aber schon fast ein bisschen mies versteckt. Finde ich. Oh, oh. Willst doch da jetzt nicht überspringen. Bist doch keine Assassine. Okay. Wähle mit dem rechten Stick eine Route. Genau, ich würde halt da lang gehen. Und von dort aus da hinspringen. Irgendwie. So. Ah, so. Wäre zu instabil, okay. Gut. Dann machen wir das, dass wir zurückgehen und dann das da oben nehmen oder so. Kann ich das? Ich kann hier leider nichts mehr auswählen, ne? So, genau. Berechnen. Nehmen wir das. Siehst du? Gar kein Problem. So, muss ich gar einen Sparkle Coffee finden oder so? Frag mich nicht.